Was geht ab und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video geht's mal um die seltenste Spitzhacke in Fortnite, die es bald geben wird oder die es schon derzeit gibt. Denn diese Spitzhacke ist wirklich besonders und nur 28 Leute haben diese Spitzhacke in Fortnite. Also Leute, bleibt definitiv bis zum Ende dran und ich erkläre euch, wie man diese Spitzhacke bekommen konnte. Ich hoffe, es unterhält euch. Ansonsten lasst jetzt schon mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und den Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Ja Leute, ihr habt ja schon gehört, in diesem Video soll es um die seltenste Spitzhacke gehen in Fortnite, denn nur 28 Leute besitzen diese Spitzhacke und man möchte natürlich auch einer dieser 28 Leute sein. Da muss ich euch leider enttäuschen, Leute. Nicht, also ich glaube sogar keiner von uns kann diese Spitzhacke sich gönnen oder holen, denn das ist fast unmöglich. Ihr habt es ja mitbekommen, vor kurzem waren ja es sind ja bald die FNCS, die Championships, und dort werden 28 Spieler die Möglichkeit haben, diese Spitzhacke zu gewinnen. Denn die 28 Leute, die sozusagen gewonnen haben, kriegen auch diese Spitzhacke und das ist wirklich sehr, sehr krank. Und was ich sozusagen noch lesen konnte, ist, dass man diese Spitzhacke nur für ein Jahr behält. Bedeutet, wenn die nächsten Final Championships oder wenn das nächste Turnier ist, dann wird diese Spitzhacke wieder entfernt und die neuen Champions bekommen diese Spitzhacke. Ich hoffe, das ist keine falsche Information, so habe ich das nämlich rauslesen können. Es gibt dazu nämlich keine wirklich offizielle Aussage oder keine Ahnung, Info von Epic Games. In letzter Zeit sind die ja wirklich sehr, sehr geheimnisvoll geworden, auch was Updates angeht. Finde ich sehr komisch und sehr unnötig, aber ich meine, damit müssen wir ja wirklich leben. Ich muss tatsächlich dazu sagen, ich finde die Spitzhacke wirklich sehr, sehr, sehr nice und sehr gelungen und ich würde auch natürlich ein Fan davon sein, diese Spitzhacke in Fortnite zu besitzen. Leider haben wir nicht die Möglichkeit, was sehr, sehr schade ist. Und HypeX hat dazu geschrieben, die Axe of Champions Spitzhacke ist exklusiv für die aktuellen FNCS Champions, bis die nächsten Champions gekrönt werden. Und das beantwortet sozusagen das ganze Video eigentlich schon fast, denn ihr habt ja gehört, das ist nur für die aktuellen FNC Champions und die behalten halt die Spitzhacke so lange, bis die nächsten Champions am Start sind. Vielleicht seid ihr bei dem nächsten Championship mit dabei und habt die Möglichkeit, diese Spitzhacke zu gewinnen. Wenn ihr das geschafft habt, Leute, denkt an mich und teilt eure Freude natürlich mit mir. Wäre natürlich sehr, sehr ehrenhaft. Wir sehen uns aber im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch unterhalten. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben. Danke fürs Zuschauen. Ansonsten, wenn ihr noch V-Bucks braucht, unten in der Videobeschreibung habe ich euch Xbox und PSN-Karten verlinkt. Ich kann euch nur empfehlen, ihr könnt bis zu 5 Euro sparen und mich sogar noch damit unterstützen. Sehr, sehr coole Sache. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.